Ja, ich bin ein Barspawn. Ich muss mich ausruhen. Für euch tue ich alles. Aber natürlich, Schätzchen. Oh, ein Umhang. Und ein Abwehrtrag. Ja, wie ihr wünscht. Also Schmuck und Edelsteine erst bei dem Beutel. Das zum Identifizieren. Das kann hier rein. Ein Schutzumhang plus 1. Den könntest du tragen. Ja, Tatsache. Wahrscheinlich, weil du jetzt einen Ankeckpanzer trägst. Stab der Furcht zum Verkaufen. So, ist der Typ jetzt hier raus? Nein. Können wir trotzdem einfach so das Zeug knacken? Wie kann ich jetzt zur Armee gehen sollen? Diebstahl in den heiligen Heim von Kerzenburg. Das ist Blasphemie in ihrer schlimmsten Form. Um etwas wieder gut zu machen, gibt es eine Möglichkeit. Später als Gold, was ihr habt, für die Bibliothek. Wir haben kein Gold. Können wir das Ganze nicht einfach vergeben und vergessen? Liebischer Schuft, nicht einmal euer geschätzter Vater würde euch vor einer gerechten Strafe retten können. Okay. Versuch was wert, aber nö. Ja, mein Schatz. Oh, und jetzt geht er einfach raus. Wenn das euer Wunsch ist. Dummdi-dumm. Wie kann ich helfen? Also ja, nicht, dass wir wirklich schon genug Gold hätten. Wie viel Gold haben wir denn eigentlich? 130.000. Unsere Regeln sind sehr streng. Willkommen auf dem letzten Torwächter. Ihr, da bleibt stehen oder gebt euch. Ihr werdet des Mordes an den Männern Bodos, Kostak, Taldon, Tanefi und Jelta Antjev beschuldigt. Wenn ihr jetzt euch jetzt ergebt, wird euch ein fairer Prozess gemacht. Wir haben niemanden umgebracht und gehen daher gerne vor Gericht. Diese Anschuldigungen sollten vor einem fairen Gericht in 0, nichts widerlegt werden können. Es freut mich, dass hier noch etwas von diesem gesunden Menschenverstand geblieben ist, den Gorin euch beigebracht hat. Bitte folgt mir, ich bin sicher, dass sich alles schnell aufklärt. Ja, willkommen im Knast. Ja, nur ihr habt den Namen eures Vaters in den Schmutz gezogen, indem ihr sein Haus entweiht und den Frieden gebrochen habt. Der hier für Jahrhunderte herrschte. Ich spucke auf euch und all eure Freunde. Euer Vergehen werden auf die strengste bestraft werden. Ich klage euch in aller Form des Mordes an Brunos Kostak und Jelta Antjev an. Aber ich habe noch nichts Falsches getan. Warum beschuldigt ihr mich einer solchen Tat? Ein Gast namens Koveras hat euch beobachtet, dass ihr vom Pfadort geflohen seid. Nach allem, was wir gesehen und gefunden haben, fällt es nicht schwer, eure Absichten zu erraten. Mir wurde berichtet, was euer Bestreben, alle Schuld für das Unglück der Schwertküste dem Eisenthron zuzuschieben. Ich gehe davon aus, dass ihr im Auftrag von Am handelt. Möglicherweise wurdet ihr in den Norden entsandt, um hier zur Vorbereitung einer Invasion durch Am Zwietracht zu sehen. Wie es dem auch sein mag, ihr werdet nach Baldur's Tor gebracht, wo euch die gerechte Strafe für euer Tun zuteil werden wird. Ja, kann ich vorher laden. Ich würde sie nämlich wirklich gerne selber umbringen. Ich habe nur vergessen, dass wenn ich das letzte Stockwerk betrete, genau der Schamotter kommt. Ja, da kommt hier jetzt Tetorel. Hallo, junger Mann. Es tut mir leid, euch in solchen schrecklichen Umständen zu sehen. Ich kenne euch gut genug, um zu wissen, dass ihr fälschlicherweise angeklagt wurdet. Morgen wird Ulraut euch wohl dazu verurteilen, nach Baldur's Tor geschickt zu werden. Dort würde euch die Todesstrafe für eure Taten erwarten. Ich weiß, dass Gorion den Tod seines einzigen Kindes nur kurze Zeit nach seinem eigenen nicht gerne sehen würde. In Gedenken an ihn will ich euch bei der Flucht helfen. Flieht durch die Katakomben der Bibliothek, aber bringt die in Unordnung. Ich habe eure Besitztümer hier. Nehmt sie und beeilt euch. Kennt ihr jemanden namens Korevas? Ich kenne niemanden mit dem Namen Korevas, aber Korevas ergibt umgekehrt gesprochen Sarevok.
Das ist ein junger Mann, der die Anführer des Eisentrons begleitete, als sie zum ersten Mal hierher kamen. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Es ist in der Zeit, dass ihr geht, Brennoje. Ich kann euch in den Raum teleportieren, der zu den Katakomben führt. Aber von daher seid ihr auf euch gestellt. In den Katakomben müsst ihr vorsichtig sein. Da gibt es viele Wächter und Fallen. Vielleicht sind auch dort, sind auch die dort, die euch fälschlich des Mordes beschuldigt haben. Aber so gefährlich die Katakomben auch sind, sie sind auf jeden Fall eine gute Alternative zu Ulrauns Zorn. Warum könnt ihr mich nicht an einen Ort außerhalb der Herzburg teleportieren? Kerzenburg wird von mächtigen Runen geschützt, die Burg vor Erkenntnis- und Veränderungsmagie schützen. Wenn ich euch an einen Ort außerhalb von Kerzenburg teleportieren würde, würdet ihr beim Kontakt mit dem Schutzfeld auseinandergerissen. Glaubt mir, Kind, dies ist der einzige Weg. Ja, das gute alte Phantomtor. Ich muss mich ausruhen. Aber wir wollen laden. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Gut, hier drin ist nichts. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal runter und schlafen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Bin mir gerade so auf. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Naja, ich will die da oben schon selber töten. Erstens bin ich nur zu fragen. Ja, böse. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Ja. Und schon wieder lande ich hier. Okay, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht mehr den Laden verlassen. Wie unschön. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Wobei, kann ich oben mit einem Unsichtbarkeitstrank spitzeln gehen? Achso, die trägt sie, glaube ich, selber bei sich, oder? Ja. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Werde ich sichtbar, wenn ich hochgehe? Nö. Aber natürlich, Schätzchen. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Da wäre Tetorin. Oh, zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Danke, Gold. Hey, da ich bin. Hier mit Brenno hier zu sprechen. Kommt ihr? Das Erbe eures Vaters einzufordern. Er hinterließ euch mehrere Gegenstände, die sich in seinem Zimmer befinden. Ihr wisst doch nicht, doch noch, wo sein altes Zimmer ist. Wenn ihr es vergessen haben solltet, es befindet sich im 5. Stock der Hauptburg. Bitte entschuldigt, dass ich so kurz angebunden bin. Ich muss mich heute um vieles kümmern. Wir müssen später unbedingt über euren Ziervater sprechen, aber nicht jetzt. Ich muss mich ausruhen. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Okay, wachen. So, da ist Ulraund. Hast du noch was zu sagen? Nein. Wer stört mich? Was führt euch her, Kind des Gorion? Ich bin sehr beschädigt und muss euch bitten, den Besuch ein anderes Mal abzustatten. So, also nochmal Unsichtbarkeitstrank. Aber natürlich. Worum geht ihr braucht, nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Das heißt, du kriegst deine
Stiefel wieder. Die zwei Ringe. Rang, Rang, Edelstein, also der Ring und das magische Geschossding, Prinzenring. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ah, mein lieber Freund, wie man so schön sagt, erkennt man das wahre Ich an den Manieren. Wenn ihr beweisen wollt, dass ihr wahrhaftig hütlich seid, dann verschwindet lieber. Nur wenige Leute mögen es sich wirklich leisten, ausfallen zu werden. Ihr gehört nicht zu dieser Sorte. Geht, bevor es zu spät ist und mein äußerst reizbarer Gefährte Brunos die Geduld verliert. Schön, wir sind auf dem Weg. Ihr seid die Anführer des Eisenthrons. Wir sind diejenigen, die euch die letzten Wochen so viel angebreitet haben. Wir wissen, was ihr im Schilde führt und bald wird es auch Herzog Eltern wissen. Ihr seid, und ihr seid auch noch dumm genug, das zuzugeben. Junger Mann, ihr findet vielleicht in der Bibliothek einen sicheren Unterschlupf, aber sobald ihr diese verlasst, gibt es keinen sicheren Ort, in den ihr fliehen könnt. Wie wäre es, wenn wir die Probleme ganz einfach hier und jetzt lesen würden? Zieht euer Schwert und lasst die Waffen entscheiden. Das ist im höchsten Maße abscheulich. Mit euren starken Sprüchen wollt ihr doch nur darüber hinwegtäuschen, wie schwach ihr in Wirklichkeit seid. Selbst wenn ihr uns im Kampf besiegen würdet, wie denkt ihr wohl, würdet ihr aus der Burg entkommen? Oder glaubt ihr vielleicht, die Mönche würden tatenlos zusehen, wie ihr alle in der Festung tötet? Macht Kleinholz aus ihm, Jungs. Ja, und Rielta ist ein Magier. Also kriegt er gleich erstmal was ab. Lasst sie uns ordentlich verdächtigen. Au. So, Yelta ist tot. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jael Kales? Wie kann ich ihr brauchen? Nur zu fragen. Ein Morgenstern, eine Rüstung, ein Schild, noch mehr Zeug, Geld, Tränke. Okay. Schild plus eins. Schild plus eins. Morgenstern plus eins. Kettenhemd. Betäubungspfeile. Schwert, wer hätte das gedacht? Was ist das für ein Trank? Trank der Klarheit. Schöpferkraft. Brief. Halskette. Worum geht es diesmal? Und ein Trank der Frostriesenstärke auch noch. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Eine Identifizierungsschriftrolle ist immer praktisch. Wie kann ihr braucht nur zu fragen? Okay. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Heilen wir mal. Ja. Olas Sa. Oh,
Nur zu fragen. Entschuldigt mich, wenn ich euch nicht beachtet haben sollte, aber ich bin gerade ziemlich beschäftigt. So, gut, jetzt können wir auf die nächste Treppe gehen und dort werden wir dann verhaftet. Ich hätte zur Armee gehen sollen.